hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du 2 meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Oh. Es sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Zielen! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Knox arbeitete ich als Söldnerin auf Pandora. Eines Tages kam ein Jobangebot von einem Hyperion-Programmierer. Komm auf den Mond, jage eine Kammer, werde zur Heldin. Ich traute Hyperion nicht, war aber zu hungrig, um bezahlte Arbeit sausen zu lassen. Und was gab's da? Gewalt. Wahnsinn. Und einen Helden. Hätte die Lost Legion nicht die Helios überfallen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Kommt was Schönes auf euch zu, und zwar Borderlands Pre-Sequel
mit der Expertin von Borderlands, das Nienchen. Hallöchen. Meinem Koop-Partner und gutem Freund, Don fucking Snoop. Don Snoop in the house, was geht ab, Leute? Und der nervigste Typ von allen. Der Master. Wir haben kein Wort verstanden. Jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Ich bin Claptrap und nicht der Master. Ja, ja. Okay, also, jetzt sind wir hier im Charakterauswahlmenü. Also ich nehme Doppelgänger Handsome Jack. Wen nehmt ihr? Ich nehme Wilhelm. Also den Enforcer. Okay. Marsti, wissen wir, was er nimmt? Ich. Und was nimmt ihn? Nimm die Baroness. Die Baroness, die hier Hammerlock. Also. Baroness Hammerlock. Die zwei sind ja von dem DLC, also da kommt noch einiges auf uns zu. Haben wir hier irgendwelche Köpfe? Handsome Jack, lieber nicht. Oh, Klamotten würde ich noch gerne. Oh, so ein Grün sieht nice aus. Oder in Blau? Nein, ich glaube, ich nehme hier dieses Grün mit lilanen Haaren. Sieht ein bisschen gay aus. Aber auf jeden Fall geht's jetzt in 18 Sekunden los. Und wir wünschen euch wie immer viel Vergnügen bei unserem neuen Wir zocken, ihr schaut zu. Borderlands, der Pre-Sequel. Und jetzt geht's los. Alle anwesend? Alles klar. Yeah. Ja. Hallo, hallo. Ich bin da. Oh, halt die Klappe, Mann. Der eine redet schon so. Du musst doch nicht auch noch so reden. Okay. Ja. Wie krass. Sogar diese Hyperion Roboter. Bewaffnet euch! Ja. Naja, was heißt bewaffnet? Jetzt? Ja, das ist ein bisschen träge. Das ist ja nur Munition gerade. Moment! Ich öffne kurz diese Tür! Dann mach! Öffne dich für mich, oh Tür! Jack ist gleich um die Ecke, komm mit! Okay! Die Action beginnt! Yeah, yeah, yeah! Yeah. Ja, los geht's! Ja, ich sehe nichts. Dann. Ja, Snoopy rennt mal wieder rein. Natürlich, also. Snoopy Rumble. Yeah, nice, 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 nice. Alles her damit. Alles meins. Alles meins. Los, tretet ihn in den Arsch! Bäh. Hört ihr doch, Masti. Bäh. Ey, wo sind die? Wo sind die alle? Achtung, da! Da, Mann, da! Guck auf deine Minimap, Mann! Bin da schon dran! Mach mich nicht an! Gott, wie du dich wirklich anhörst, wie diese scheiß Klapperkiste, die ganze Zeit mit uns redet! Los, 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 also, der macht Stress. Menschen packt Nerven. Halt's Maul, Alter. Meldet sich zum Dienst. Hey, da ist ja endlich mein Double. Wow, du hörst dich echt
attraktiv an. Es ist irritierend attraktiv. What the hell? Die Scheißsoldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber die sitzen mir hier. Der kriegt eine Faust aus. Aua! Anton Jack. Ihr lebt und lebt. Achtung, er wird zusammengetreten. Eure Helios-Raumstation gehört jetzt der Lost Legion. Ergebt euch, bevor es zu spät ist. Was für eine Legion? Lost Legion. Soll das sein? So heißen die. Der Club der Verlierer, oder was? Nein. Das heißt... Du verstehst auch Lost. Gar nichts. Wir treten die in den Arsch, so meine ich das. Deswegen Club der Verlierer. Bam! Wieder ein Headshot. Wo sind die denn? Versteckt ihr euch? Macht ihr schon mal, ich sammle ein bisschen ein. Ja, das war ja klar. Wow! Was? Nien ist down! Ich bin da. Ja, ja, ich mach schon. Gleich da unten. Ich komm, Zocki. Schieß. Ja, ja, ich bin gleich. Ich hinter bin gleich. Das hinter uns. Und bin wieder da. Auch ist ja einfach. Hörst du mir mal auf? Geh zu deinem Original. Nein, ich bin das Original. Nein. Doch. Weiter. Ach, heul doch nicht rum. Hier. Soll ja ein super Zeitvertreib sein. Aber nur zu, lass dich nicht stören. Heilige Scheiße. Ja, level up. Ich hab mir das Leben gerettet. Danke. Hey, ich... sorry, mein Herz. Ich war noch nie unter Beschuss. Macht aber Spaß. Ja. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. Alles klar, Quest. Schließen wir uns okay, Jagger. Anscheinend hast du ein Schild. Der ist schnell erblendet. Alles klar. Wir haben alle ein Schild gekriegt. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Ach was. Hey, ich aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlagen. Gleich kontrollieren wir Geschütze, Kraftfelder, Laserdrähte. Haha, diese Arschlöcher. Wir werden Bauklötze staunen. Noch Bauklötze. Kritischer Fehler. Helios Verteidigungsanlagen gestört. Snoop, komm da runter. Hey. Wieso? Signal kommt von Elvis, Pandoras Mond. Schalt die Geschütze aus! Die Geschütze! Alter, wer hat da einen Raketenwerfer? Der Tag wird ja immer besser. Na gut, dann Raketenwerfer? Ich hab keinen Raketenwerfer. Habt ihr einen Raketenwerfer? Ich hab nur so eine komische Pistole. Kam aber so rüber. Vielleicht war es auch Hansen. Dieses Areal einnehmen. Hey! Anderer Jack! Wer war die Frau? Ich, die Anführerin von diesen Pappnasen, glaube ich. Keine Ahnung. Wer ihr als erster einen Kopfschuss verpasst, kriegt ein High Five und ein Häuschen im Grünen. Ah, okay. Okay, ich öffne die Tür da. Wir sind gleich bei den Fluchtschiffen. Ein High Five, Mann. Und ein Häuschen im Grünen, das ist doch mal was. Ein Häuschen? Ja. Junge. Ich hab hier einen Waffenschrank gefunden. Wo? Wer ist durchgelaufen? What the fuck? Wieder diese Colonel Tussi! Wir schreiten zu dem Plan, verpasst den Alten Rang! Hallo, Jack? Wir kommen. Waffen. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen. Es sind aber nur Pistolen. Von sowas war nicht die Rede. Ich hab keinen Dunst, aber ich hab so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten. Also, lauf weiter. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Doch, wenn nicht jetzt was?
Nichts, Sir. Nichts. Alles bestens. Also jeder nimmt eine und... Wollte nur einer Steckdose einen Zungenkuss geben. Ich nehme die weiße. Muss ich Sie daran erinnern, dass Sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts? Wenn Sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich Sie persönlich... Verzeihung, Sir, die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht... Verzeih... Arschloch. Was? Ja, ich hab Sie Arschloch genannt, weil ich dachte, Sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. Wir sprechen uns noch, John. Oh, was? Das ist Jordan. John. Achso. Jordan? Ich wollte schon sagen. Seid ihr schon wieder weggerannt? Ja, jetzt komm doch mal, du langsam Rücke, Alter. Echt mit deinem einarmigen Reifen. Hä? Nein, einbeinigen Reifen. Mann, was? Dein Scheiß Mensch. Wo ist er denn, Mann? Eindringlinge im Hyperion. Guck mal, wie lahmarschig der ist. Schieß auf ihn, ey. Los. Hässliche Blechbüchse. Ja, bitte. Du denn außen? Hast du eine Mütze auf? Du bist bloß neidisch auf meine coolen Zipfelmütze. Du Zipfelklatscher. Dieses blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeug hier oben. Wow. What the fuck? Ich will diese Station und ich will das Universum retten. Was soll das bedeuten? Was los? Oh, man hat die einfach abgebrochen. Naja, egal. Was soll das bedeuten? Ich weiß, was Hemsen vorhat. Der gute Hemsen. So, alles klar. Da kommt noch mehr. Nach vorne! Mienchen, geh aus der Schussbahn! Rennst mir die ganze Zeit vor und flippt herum. Martha! Welche Seite? Danke, voraus. Was für eine Seite? Ich bin bei dem. Nimm den mal in die Klemme, du! Welchen denn? Wer denn? Der bei mir! Hä? Wo bist du denn, kleiner? Wo bist du denn? Dich kann man leicht übersehen! Ja, ich hab ihn! Alles muss man alleine machen, ihr hässlichen Menschen! Was ist denn? Hier ist nochmal eine Waffenkiste. Hab ich nur gerade durch Zufall gesehen. Wo? Wo denn? Hier unten bei mir. Oh, diesmal nehme ich aber, darf ich mal aber eine aussuchen, ja? Ich möchte auch mir mal eine aussuchen. Ich bin immer der arme Kleine. Ich habe gerade zurückgesteckt und habe nur eine weiße genommen. Wir haben hier zwei Jacobs. Ist doch mir. Drei sogar. Mit 36. Ich nehme die aber mit 25. Okay, aber du willst die haben, ne? Marcel, stärker, nimm du mit 26. Was okay. Ist jetzt los? Ja, bitte warten. Was für bitte warten jetzt? Ich will okay. Die Waffe bitte reinmachen. Warten. Bitte warten. Was von euch ist weniger mies? Yeah, cool. Ich habe hier so einen Jacobs-Revolver jetzt. Okay, weiter. Auf. Schwuppdiwupp. Wow. Wow, ja. Wackelt doch nicht so. Hier geht ja alles ab. Ja. Muss. Auf geht's. Okay, ich habe eine verrückte Idee. Wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach. Was machen wir jetzt? Irgendwas mit einer Kanone? Im Wesentlichen ist das eine riesige Kanone, die mit 1000 Meilen die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Fliege. Ist das sicher? Weiß nicht. Wäre aber eine coole Art zu sterben, oder? Snoop fragt auch so, ist das sicher? Weiß nicht. Wäre aber eine coole Art zu sterben. Bam, Alter. Nice. Ja, Alter. Stirb doch. Geht doch.
Ja, der Revolver ist gar nicht mal so schlecht. Ja, den ich gerade hier gehabt auch. Oh, nicht schlecht. Alter. Noch mehr? Schön! Er ist down. Ich. Okay, bist du wieder da. Nein, du bist nicht da. Verdammt! Bleib doch mal stehen! Ich bin gleich tot. Ja, genau. Schlag den Roboter, nicht mich. Danke. Was, ich hol dich. Ich mach schon. Ich hatte Vermutung. Gelb ist schon Wache. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Slug, hol dir mal da unten. Du bist fast tot, Alter. Hol dir mal. Ja, jetzt machst du ja eigentlich eingesammelt. Immer dieser Marcy hier. Yeah. Hallo, ich hatte auch nur irgendwie 10 Punkte. Schnauze, Blechbüchse. Ich hab schon wieder eine Waffenkiste gefunden. Was? Ey, du bist die Waffenkiste-Sammlerin hier. Das ist immer Waffenkisten, aber bestimmt wieder Pistolen, oder? Das weiß ich nicht, mal gucken. Mit SCH zocke ich Pistolen. Pistolen? Ah. Ja, dann geht mal gucken, aber jeder nimmt sich eine, ne? Gut, jetzt gehört aber eine Jacobs mir, weil ja, ihr wisst, ja. Ich liebe Jacobs. Ist doch mir egal. Ah, hier habe ich meine Jacobs. Über die. Da habe ich jetzt eine auch. Ja. Welche nimmst du, Marty? Nimm eine. Ja. Dann nehme ich die obere, oder? Ja, nimm. Okay. Ich nehme irgendeine. Okay. Ah, die sieht da. Ja, egal. 2x27. Hört sich gut an. Los. Vorwärts! So wie es aussieht, kommt ein Boss. Los, runter. Oh, ich kann hell sehen. Werdet geläutert durch die Hitze! Ich sag mal, Heldenkerz. Alter. Danke. Der Typ ist ganz schön heiß. Los, der verbrennt sein Gas, Alter. Komm her, Flame Nack, ich mach dich fertig. Gas! Falsches Spiel. Ich bin am Rennen. Aua. Tötet ihn, Mann, der ist ja gleich tot. Oh, jetzt sind die auch am Rennen. Auf ihre Scheiß. Auf seine Scheiß Gasflasche schießen. Schießt auf die Gasflasche. Bin doch dabei. Schon dabei, also richtig doch. Er ist tot. Ja, Level up! Er ist nicht tot. Was? Ist er nicht? Wo ist er? Er ist ausgestiegen aus seinem Bock. So. Aber wer schießt auf ihn? Was ist er denn, Mann? Ich sehe ihn gar nicht. Nini, gib Deckung, ich hol Verstärkung. Was heißt Verstärkung? Gib Deckung, wo bist du denn? Hier, ja, Verstärkung. Bing! Ihr habt auch Level up. Sehr schön. Ja. Ah, ich sehe den Penner. Ach so. Nein. Wofür habe ich ein Schild, wenn es nicht wirkt, Mann? Gibt's Granaten? Noch nicht. Okay. Holz in ihn rein, los! Ich habe keine Muni mehr, super. Die sind doch überall. Ja, bin schon dabei. Er ist tot, Leute. Oh, ich hab einen Punkt, den musst du eben verteilen. Yeah! Er ist tot. Mann, der Typ steht echt auf Feuer. Der Aufzug ist da drüben. Los. Das ist total spannend. Unsere Geschichte fing einfach so an, dass wir aus einem Bus stehen. Deine klingt so explosiv und so. Macht der Gefangenen keine Von da oben kommen wir in den Moonshot rein. Ich hol den Lift. So, ein bisschen Soundbuggy, ja? Masti! Nee, das war kein ja! Was machst du denn? Kann ich vielleicht mein Skill noch irgendwie... Wir müssen uns was einfallen lassen. Du brauchst nur den auf... Ja, ich bin ein Roboter. Der Fahrstuhl kommt wohl nicht, also durch die Turbine. Yippie! Falscher Schritt, sonst droht ein mörderischer Absturz. Kein Problem. Okay, steig in den Mundschutzzylinder und fahr nach oben. In den was? Komm! Das ist eine ziemlich große Kugel. Festhalten, ich dreh den Zylinder.
werden jetzt rausgeschossen. Ich hab Angst. Oder nicht. Alter, ich will auch solche Kugeln, Alter. Gib den Lift frei, damit ich nachkommen kann. Das ist eine richtige Waffe. Ja. Das ist eine richtige Waffe. Ja, ich? Ihn ist rausgesprungen. Nee, nee, Selbstmord geil. Ja, sicher. Selbstmord geil. Wir sind alle voll Selbstmord geil. Ja. Und Marty ist kistengeil. Plündert alle Kisten. Natürlich bin ich kistengeil. Ja. Vielleicht kann man einer dieser Blechdosen ins Maul stopfen. Wir finden keine Schmerzen. Prügel ihn einfach raus. Die allerliebste Blechdose der Welt. Ein Wunder, dass Starlord so einfach überrennen konnte. Ich brauche mehr Soldaten. Badasses wie dich. Badasses. Ah, jetzt guck mal, wie sie alle chillen hier an den... Ja, ich muss verkaufen, Alter. Doping Queen. Schon. Nini, verschwinde, du stehst im Weg. Ja, immer Nini. Hier ist noch ein Gegner. Tot. Okay, jetzt hast du mich schon zum zweiten Mal gerettet. Rocky? Was? Die Autoschusssteuerung ist beschädigt. Was ist, wenn ich dich rufe? Die Kapseln von Hand starten. Wie, wenn du mich rufst? Ich bin doch hier gerade bei Handsome. Was ist denn? Jetzt wird mir langsam. Waffenkiste. Schau wieder. Okay, neuer Plan. Ich bleib hier. Ich brauche dich unten auf dem Mond. Du musst das Störsignal finden und abstellen, sonst kriegen wir die Mondbasis nie unter Kontrolle und dann können wir die Kammer vergessen. Okay. Sie wollen nicht hierbleiben und sterben? Sollten wir nicht vielleicht Rollen tauschen? Ach, du hast mir auch schon ein paar Mal das Leben gerettet. Jetzt bin ich dran. Außerdem, ich bin ein Held, Baby. Da gehört Selbstaufopferung zum Job. Alles klar. Oh, gut, ein Mediaautomat. Ich habe hier einen aufstellen lassen, als ein Arbeiter einen Unfall hatte und seinen Torso verlor. Heil dich lieber von deiner Hand zum Mond. Und deck dich seine Torso verlor. Da drüben gibt's welche. Wir müssen einen Moonshot-Container hier hochbringen. Normal transportieren wir damit Vorräte, aber diesmal bist du die Ladung. Warte, Nini, ich bin gleich da. Ich quatscht. Ich will das irgendwie nicht verpassen. Nee, ist schon klar. Wo geht er denn hin? Okay, der Container hier dürfte es tun. Stehen hier nicht so rum. Okay, rein da, los, Leute. Nein, Moment, ich will noch an die Kiste. Was waren das? Achso, stimmt. Knarren? Ja, Knarren. Ja, wir sehen uns, wenn du das Störsignal abgeschaltet hast. Ach komm, Knarren, das ist das jetzt. Egal, verkaufen. Gibt Geld. Jeder eine und dann ist los, schnell, wir müssen auf Elpis und das Störsignal ausfindig machen. Ja, ja. Immer eine, ne? Ja, alles klar, nimmt einfach eine und dann ab ins... Getümmel, so. Yippie. Rein in den Container. Jetzt weiß ich, wie sich Mars die fühlt. Welche Gliedmaßen soll ich denn bitte einziehen? In einer Blechbüchse. Das ist also Jack. Handsome Jack. Der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne da wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Ah ja, dann reisen wir mal los. Los, zack. Nein, ich hab Angst. Wieso? Schnauze. Ja, nein. Schissbuchse. Da ist er! Feuer eröffnen! Ah, Mist. Yippee!